Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Hot Online Farm mit mir, dem Kellerkind. So, wir sind immer noch bei der Ernte. Wir ernten Feld 71 ab mit Gerste und sind immer noch auf Feld 81 am Striegeln mit dem normalen Helfer. Und ich habe ja schon immer mal wieder gesagt, dass ich gerne hier vorne auf der grünen Fläche noch Pferdestelle gerne haben möchte. Der passt auch sehr gut rein. Jetzt habe ich hier, hatten wir ja schon mal die Wiese gemäht. Jetzt habe ich noch mal drüber gemäht. Und auch einmal gewendet. Jetzt muss ich das nur noch zusammenbekommen. Wie fangen wir das am besten an? Machen wir es so. Ich glaube, so rum ist eigentlich am günstigsten. Dass wir das alles nach innen schmeißen. Gut. Wir haben jetzt nicht alles wegbekommen. Vorbeikommen. So, dann haben wir doch wenigstens alles schon mal auf der Wiese. Die Sachen zusammen. Warum lässt du da was stehen? So, jetzt fahren wir die andere Seite nochmal rum. Ja, passt nicht ganz. Das werden wir wahrscheinlich auch nicht mit einmal wegkriegen. Der Schwand auch einfach zu groß ist. Aber Hauptsache, wir brauchen nicht jede einzelne Bahn zu fahren.
abwärts. Ja, haben wir doch das Feld schon fast sauber, damit wir heute noch den Stall hinsetzen können. Ups. Ja, er nimmt das nicht hoch genug. Na gut. Schauen wir mal, dass wir hier nochmal eine Linie ziehen und dann dürfte es ja auch schon fast gewesen sein. Nochmal runter. Na, kriegen wir das hin? Da noch ein bisschen was ranzuschieben. So, das sieht doch ganz gut aus. Noch hier mal hoch. So, schauen wir mal. Er muss entladen werden. Aber du bist fertig. Das sieht auch sehr gut aus auf den ersten Blick. Ja, alles Unkraut weg. Voll gedüngt. Da dürfte auch jetzt kein Unkraut mehr kommen. Dann können wir den hier einfach zum Hof zurückschicken. Hier wird abgetankt. Gut. Und dann können wir uns einmal den Ladewagen holen. Und das Heu mal aufladen. Komm, mach ruhig schon mal runter. Da müssen wir eh vor und zurück. Gucken, was wir hier alles mitbekommen. Das sieht doch ganz gut aus. Da hinten müssen wir noch mal ran, aber hier dürfte es wahrscheinlich, ups, die Rohre. Dann haben wir den Bereich schon sauber. Zurück. Den auch noch wegkriegen.
Da haben wir doch. Das war jetzt 50% fast. Auch der, die Reihe war aber auch ganz gut. Wenn wir hier noch ein bisschen was wegnehmen. Wie hier vielleicht rumkommen. Ja, nicht ganz. Wir fahren nochmal zurück. Zweimal fahren müssen, obwohl da nimmt er ja alles mit. Aber wir sind auch ratzfatz voll. Ich glaube, hier kommt auf jeden Fall noch was rein. Vielleicht fehlt das auch zur Zeit. Kraftfutter war mal voll mit 90.000 oder Mischfutter vielmehr. Jetzt weiß ich aber nicht, über Nacht. Kraftfutter fehlt wieder. Und jetzt fehlt dann Silage. Heu ist sogar jetzt voll mit 30. Gut. Dann würde ich sagen, wir ziehen hier nochmal eine Bahn. Und dann sollten wir eigentlich voll werden. Reste noch mit. Ah, sieht doch schon super aus. Das bisschen kriegen wir auch noch rein. Dann haben wir noch mal eine volle Ladung quasi fürs Lager. Fast volle Ladung. Bisschen was liegen bleibt, das macht ja nichts. So, dann ab ins Lager. Da sollten wir jetzt auch ein bisschen was drin haben. Ich schau mal. Ja, Stroh wissen wir, haben wir ja fast voll. Ja, hier kommen jetzt auch nochmal 20.000, dann haben wir 100.000 Heu auch bei uns im Lager. Und jetzt kommt der Pferdestall. Wir nehmen dann natürlich von der Hot den Pferdestall, aber ich würde den einmal drehen. Ein bisschen zu weit. Ich glaube, jetzt passt das. Die Sonne fällt sehr blöd. Ich würde ihn eigentlich mittig setzen. Wollen. Sieht doch ganz gut aus. Und da steht er. Und somit haben wir dann, das werden wir hier noch wegarbeiten. Wenn wir noch mal ein bisschen
Der kleine grüne Streifen brauchen da nicht sein. Den machen wir noch mal eben weg. Das müsste der sein, jawohl. So, das sieht doch ganz gut aus. Müssen mal gucken, wo das ist ein bisschen knapp mit dem Tor hier. Aber da können wir uns bestimmt hier ein bisschen mehr Freiraum nehmen. Und mit so großen Geräten, schätze ich mal, werden wir auch nicht reinfahren müssen. Weil es ja eh nur für 8 Pferde sind. Und wollen wir mal gucken. 2, 4, 6 an. Also von jedem ein. Dann haben wir eine gute Mischung. Zwei, vier, sechs, acht. Zwei, vier, sechs, acht. Schimmel checke ich. Am Braun habe ich 2. Bestätigen. Upp. So. Dann haben wir alle. Können wir da zumachen. Dann haben wir hier eigentlich nur für die Anlieferung. Schade. Ich hätte gedacht, hier ist vielleicht Lichtschalter, ja. Gut, hier ist nur für die Anlieferung der Pferde. Hier kommt Stroh hin und dann werden wir hier vorne nochmal ein bisschen was frei machen. Ja, das Licht ist jetzt ein bisschen nicht so schön. Und können dann hier mal klein rüber ein bisschen schräg. So. Ich schätze da, dass wir da nur mit der Schaufel rein müssen. Hier kommt Wasser. Können wir aber auch montieren lassen. Okay. Aber jetzt haben wir auch überhaupt kein Wasserfass hier, ne? So, aber jetzt schauen wir erstmal, wie geht's das hier voran. Die Gerste, so. Wird reingefahren. Aber dann kriegen sie wenigstens Futter und mal gucken, dann. Ansonsten müssen wir uns einen kleinen Anhänger mit Wasser mal leihen. Ich brauche mal eben die Schaufel, damit die. Achso, ich kann ja auch eigentlich. Kann ich ja gleich auch Stroh reinbringen. Aber ich schätze mal, da dürfte ein Bahn reichen. Ich mach mal Licht an.
Eigentlich will ich ja nur den obersten. Passt. Auch ein bisschen erhöht, komischerweise. Ich weiß gar nicht, ob die immer so eine große Platte mitnehmen, bringen. An für sich war das ja eine ebene Fläche. Gut. Vielleicht, sag ich mal, für Hochwasser oder so, dass die immer noch ein bisschen Gebäude erhöht sind. Oh. Geht sogar komplett weg. Gut. Dann schauen wir mal. 4000, ja gut. Da würde noch vielleicht noch einer reinpassen. Wir brauchen Hafer für 60% und Heu. Gut. Dann holen wir uns mal eine Schaufel. Und holen uns dann mal ein bisschen Heu. Haben wir ja gerade erst reingefahren. Ich hoffe, ich bekomme das auch mit der Schaufel raus. Aber warum nicht? Ja, schauen wir mal. Ja, Heu. Na, reicht das schon? Reicht das schon? Also sieht's aus. Ja. Oh. Habe ich da gesehen, das war ja nix. 1500. Da brauchen wir ja wohl nicht nur eine Schaufel. Da müssen wir, glaube ich, auch mal mit einem Anhänger hier dran. Ups. Habe ich gar nicht gesehen. Den Pfosten. Jetzt holen wir uns mal eine Schippe Hafer und fahren dann irgendwie zum Händler. Bitte Hafer.
So ein kleiner Bereich. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Wasser. Und dann werden wir uns ein ganz kleines Fass, glaube ich, nehmen. Sonst verdursten die Pferde, also wir brauchen Wasser. Wie weit ist denn die Ernte hier? Das ist durch. Dann kannst du bitte... dich leeren. So, und wir nehmen... dich hier raus, entlassen, löschen. Das bisschen kann stehen bleiben. Und wir fahren ihn eben mal rüber auf 77. Und dann müssen wir auch schauen, was wir hier mit dem Feld machen müssen. Reparatur, es geht eigentlich noch. Fahr dich ruhig schon mal auseinander. Schöne Sojabohnen. Haben wir einen Kurs. Dreschen. Haben wir sogar. Dann würde ich sagen, dann schicken wir den mal los. Stellen dann hier nochmal 77 ein, damit der Abfahrer den gleich findet. Entlassen. Kurz drumherum lenken. Du bist der Abfahrer, gut. Dann machen wir das auch nochmal auf Feld 77 bitte weiter und auch zum Getreidelager. Ein kleines Fass Tiere. Ich glaube, das ist Tierhaltung, war glaube ich Joskin. Aber wir haben doch was am Hof, oder nicht? Mit dem Transportsystem können wir nicht mit dem auch Wasser fahren? Doch, können wir. Können wir das doch nehmen. Wir haben, glaube ich, den genommen.
du wartest da. Dann würde ich sagen, wir schicken den Fendt wieder zurück. Schnappen uns den Unimog. Wir haben doch einen Tank. Und vielleicht können wir den sogar an unseren Tankgeschichten auffüllen. Würde das gehen? Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, würde ich sagen. Da ist es auf jeden Fall angeschlossen, aber ist ja noch nichts drauf. Kriegen wir. Aber ich gehe von aus, dass wir da kein Wasser bekommen. Wie auch. Ist ja auch nur eine Annahme. Wohl nicht gut. Jetzt schauen wir, wo müssen wir wieder? Wir müssen, glaube ich, hier wieder zum Teich. Dann fahr doch bitte zum Landwirt Bauern. Müssen eingreifen, entlassen. Reicht das schon? Nein. So, jetzt aber. Wie viel haben wir? Ja. Keine 50%. Du kannst jetzt eigentlich wieder nach Hause. Dann können wir Feld 71 düngen. Sich immer den falschen Punkt. Jetzt ist er vor Wand gefahren. Ja, klasse. Eigentlich solltest du hier dran vorbeiziehen. Dann bist du auch fast da. Ich glaube, dich müssen wir einmal zurücksetzen. Bis der Drescher da vorbei ist. Was macht der da? Ich fahre mal weiter zurück. Ganz komisch. Wie kein Weg gefunden.
Ach so, verkehrt. Blöde X mal wieder weg. Wundert mich nur, dass er jetzt keinen Weg gefunden hat zu Feld 77. Er steht da direkt davor. Dann lassen wir jetzt erstmal da stehen und schauen mal, vielleicht klappt das ja. Oh, was ist denn hier los? Ich glaube, da hat, glaube ich, man einen Zug zugeschlagen. Kann das sein? Dass sich der Zug voll erwischt hat. Passiert schon mal. So, wo bist du jetzt? Bist du eigentlich verkehrt, richtig, oder? Vorsicht mit den Blitzern hier. Der ist schon wieder auf dem Rückweg. Nee, hier warst du schon richtig. Hier sind wir jetzt außerhalb geschlossener Ortschaften. Und irgendwie kam ich hier doch an den See, oder? Nicht regulär. Ich hoffe, der ist nicht so tief. Und da können wir Wasser auffüllen. Machen wir mal halb voll. Das dürfte eigentlich reichen. Und dann fahr bitte zurück. Feld 71 düngen. Haben wir hier einen Kurs? Erster Wegpunkt, Abfahrer einstellen. Da bin ich mal gespannt, ob er ihn gleich ruft. Hat aber noch ein bisschen was. Aber liebe Leute, wir haben ja schon wieder tierisch überzogen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Hot Online Farm mit mir, dem Killerkind. Ciao, ciao.